Herzlich willkommen zur Diabeg Academy. Mein Name ist Maya Tobias und heute will ich Ihnen zeigen, wie Sie QField verwenden können. Zunächst einmal, was ist QField? QField ist eine App für Android-Geräte, die es uns ermöglicht, QGIS-Projekte auf unser Smartphone zu ziehen und mobil die Daten abrufen zu können, also sich darin zurechtzufinden, aber auch um neue Daten aufzunehmen. Und das will ich Ihnen nun in diesem Video zeigen. Wie ist das Video aufgebaut? Zunächst einmal müssen wir in QGIS verschiedene Vorkehrungen treffen, um auf dem Feld dann Daten aufzunehmen. Diese Daten müssen in QField dann exportiert werden in ein Format, das wir dann auf das Handy ziehen, also einen Ordner, den wir auf das Handy ziehen. Somit können wir auf dem Handy diese Daten dann abrufen und auf dem Feld nehmen wir dann verschiedenste Daten auf und wenn wir damit fertig sind, laden wir die erstellten Daten dann wieder in unser Projekt und genau, das ist das, was heute in diesem Video gezeigt wird. Hier sehen Sie unsere Ordnerstruktur, in der das QGIS-Projekt abgespeichert ist. Das heißt, ich klicke hier nochmal etwas zurück. Genau, wir haben hier allgemeine Felddaten, Felder und unser Projekt. Das Projekt habe ich hier schon angeklickt und in diesem fangen wir jetzt zu arbeiten an. Als allerersten Schritt müssen wir wieder mal eine Gruppe erstellen, das heißt Rechtsklick, Gruppe hinzufügen und wir nennen es eigene Messungen. Diese Gruppe nehmen wir und ziehen sie nach oben in die Gruppe Feldgrenze. Dann klicke ich sie nochmal an, dass sie so blau hinterlegt ist. Und nun wollen wir hier Shape-Dateien erstellen. Warum wollen wir Shape-Dateien erstellen? In diese Shape-Dateien werden wir dann auf dem Feld Daten erheben. Und QField ist genauso wie QGIS. Man unterscheidet hier beim Anlegen von Shape-Dateien. Ich zeige das mal kurz. Also hier auf den Pfeil klicken, neuer Shape-Layer anklicken und dann öffnet sich hier das Fenster. Und wenn man QField verwenden will, dann ist es wie bei QGIS. Das wollte ich vorher sagen. Man muss sich entscheiden, welche Geometrie man auf dem Feld aufnehmen möchte. Und starten möchte ich mit dem Geometrietyp Linie. Jetzt habe ich aber einen Schritt übersprungen, das heißt, wir müssen ja wie immer erstmal einen Dateipfad festlegen. Und hier haben wir wieder unsere Ordnerstruktur. Hier gehe ich auf Felder, Testfeld 1 und dann unter Feldgrenzen. Und hier gehe ich dann mit Rechtsklick auf Neu und erstelle einen Ordner. Diesen benenne ich auch eigene Messungen. Diesen klicke ich dann an und nenne diesen Layer, den wir erstellen wollen, Testlayer unterstrich und hier wollen wir eine Linie erstellen und so heißt dann meine Shape-Datei und gehe hier auf Speichern. Bei der Wahl des KBS hier ist es für QGIS nicht wichtig, welche Koordinatensystem hier angewählt wird. In unserem Fall will ich aber immer in dem Projekt KBS arbeiten und klicke deswegen auf EPSG 25832. Und dann haben wir eigentlich alle Daten schon soweit eingestellt. Das heißt, ich will hier nur mit dem Attribut ID arbeiten, aber dazu später mehr. Und ich klicke hier auf OK. Und hier haben wir dann das Symbol für eine Linie. Wir haben den Testlayer-Linie und können somit Linien auf dem Feld aufnehmen. Dann klicken wir nochmal auf neuen Shape-Layer erstellen und hier
wieder den Dateipfad und wir sind in diesem Ordner eigene Messungen. Nur jetzt will ich den Layer Test Layer und Unterstrich Polygon ausführen und speichere. Das heißt, wir wollen bei der Geometrie jetzt bei diesem Layer eine Fläche aufzeichnen oder später zumindest auf dem Feld eine Fläche aufzeichnen. Das Koordinatensystem bleibt das gleiche wie vorher, 25, 8, 32. Und jetzt möchte ich auf dieses untere Feld nochmal eingehen. Das heißt, für diese Aufnahme von Flächen in dem Fall will ich nicht eine ID vergeben, deshalb lösche ich dieses Feld, sondern möchte einen Feldname eingeben. Das heißt, ich will einen Text, also den Namen des Feldes, dann bei der Aufnahme gleich hinzufügen. Das heißt, ich muss hier dann auf Textdaten gehen, um später einen Text eingeben zu können. Die Länge von 80 Zeichen reicht völlig aus und deshalb kann man hier zur Liste hinzufügen klicken und hier sehen Sie, hier unten erscheint dann Feldname, String ist der Text und die Länge sind 80 Zeichen. Und dann klicken wir hier auf OK und wir sehen hier dieses Viereck, das Zeichen für ein Polygon und wir haben den Layer somit erstellt. Jetzt klicke ich hier mal nochmal auf die Attributtabelle, um Ihnen zu zeigen. Sehen Sie, hier haben wir die Spalte Feldname und hier können wir eben dann Texte eingeben, wenn wir eine Geometrie aufgenommen haben. In dem Fall ist ja keine Geometrie vorhanden und deswegen ist hier auch kein Feldname aufgeführt. Okay. Dann schließe ich das nochmal und dann kommen wir zur letzten Geometrie, das heißt nochmal auf neue Shape Layer, dann die Ordnerstruktur, ich klicke das hier mal an und tausche Test Layer, also das Polygon aus und ich nehme hier einen Punkt, also das heißt ein Test Layer Punkt wollen wir jetzt erstellen. Klicke auf Speichern, dann haben wir den Dateipfad angelegt und hier gehe ich dann noch auf Punkt. Wähle das Projekt KWS aus und lösche wieder die ID, denn ich möchte hier zeigen, wie wir Datums vergeben können, dann beim Aufnehmen. Das heißt, ich muss hier bei Typ auch auf Datum gehen und dann zur Feldliste hinzufügen klicken. Wenn Sie jetzt irgendwelche Zahlen hier in die Attributtabelle integrieren wollen, wie beispielsweise bei der Linie eine ID, dann müssen Sie hier auf Ganzzahlen gehen. Oder wenn Sie Dezimalzahlen aufnehmen wollen, dann müssen Sie hier dieses Feld anklicken. Genau, aber ich will es jetzt hier mit dem Datum belassen und Sie sehen hier bei der Feldliste wieder Datum, Data und die Länge. Genau. Und ich klicke hier dann auf OK. Somit haben wir drei neue Layer erstellt, die leer sind. Okay, und dann haben wir eigentlich schon alles so weit angelegt, wie wir das später auf dem Feld benötigen. Weshalb man jetzt die Daten konvertieren muss, also so, dass man es dann dass das Android-Gerät diese abrufen kann. Hierzu gehen Sie auf Erweiterungen und dann auf Erweiterungen verwalten und installieren. Und in meinem Fall ist bei installiert schon die Erweiterung Qfield Sync installiert. In Ihrem Fall müssen Sie einfach bei alle dann hier oben Qfield Sync anklicken. Und dann können Sie die Erweiterung installieren und dann ist es nur wichtig, dass dieser Haken hier gesetzt ist. Dann kann ich das hier auch wieder schließen und dann kommt hier diese Zeichen, müssten dann bei Ihnen in den Schaltflächen auftauchen. Und
Um jetzt diese Konvertierung durchführen zu können, klicken Sie hier oben auf auf diesen Pfeil oder auf dieses Paket mit dem Pfeil nach unten und das für QField verpacken. Ich klicke darauf und Sie sehen nun, dass wir hier nochmal oder dass wir einen Dateipfad anlegen müssen. Ich klicke mal hier drauf und dann sehen Sie, ich gehe hier mal auf hier QGIS Ordnerstruktur, in diesem Ordner arbeiten wir und dann hier unter Felder Testfeld 1 und hier klicke ich mit Rechtsklick neue Ordner, also ich will einen neuen Ordner erstellen und dieser heißt QField. Und dann klicke ich auf den Ordner und sage auswählen. Und Sie sehen jetzt hier unseren Dateipfad, den wir festgelegt haben. So, als nächstes möchten wir ja unser Projekt konfigurieren. Das heißt, konfigurieren heißt, wir können auswählen, welche Layer wir nun auf unser Handy übertragen wollen. Die DOP 80, das ist unsere Hintergrundkarte für Bayern und hier möchte ich nicht, dass diese übertragen wird. Das gleiche gilt auch für die Google Satellite Karte und auch für die OpenStreetMap Karte. Warum? Wir könnten diese schon mit auf unser Smartphone übertragen, aber das würde heißen, dass unser Smartphone permanent, wenn wir zoomen, Daten aus dem Internet herauszieht, um uns diese Hintergrundkarte zu zeigen. Und da gehen wir einen anderen Weg. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Also das heißt, wir haben dann schon eine Hintergrundkarte und die erstellen wir aber dann separat. Okay, jetzt Feldgrenzen, Antragsdaten. Diese möchte ich jetzt in meinem Fall nicht mit auf das Feld nehmen, weshalb ich es entferne. Genauso Feldgrenzen, Antragsdaten. Einzelne Felder will ich auch nicht mitnehmen. Auch keine Feldgrenze Hand. Das heißt, hier kann ich einfach wählen und entscheiden, ob es mit transferiert wird. In meinem Fall will ich das nicht. Aber auch hier diese Feldgrenze Hand 2 WGS 84 will ich nicht mitnehmen, genauso wenig wie die Feldgrenze vom Vermessungsamt. Was ich aber mitnehmen möchte, ist diese Feldgrenze Vermessungsamt Punkte. Und die will ich hier auf kopiert lassen. Diese Darstellung, wir haben ja hier diese Vermessungsamtpunkte, die sehen wir hier im Hintergrund mit der Beschriftung und diesen Farben, die wir hier ausgewählt haben. Diese Einstellungen, wie man die Daten sieht, die werden mit übertragen und deshalb möchte ich das jetzt auch mit übertragen. Außerdem will ich diesen Layer mit übertragen, weil man kann auch in bestehende Layer Daten hinzufügen und das will ich auch zeigen. Gut, gehen wir weiter. Diesen wollen wir behalten, alle anderen gehen wir hier auf Entfernen, das heißt, wir nehmen sie nicht mit aufs Feld. Genau, die hier noch. Die Test-Layer-Linie wollen wir mitnehmen, den Test-Layer-Polygon und Test-Layer-Punkt. Diese wollen wir alle auf das Handy übertragen. Schlussendlich haben wir viermal kopieren, das heißt Feldgrenze, Vermessungsamt Punkte und Test-Layer-Linie, Polygon und Test-Layer-Punkt wollen wir auf das Smartphone übertragen. Nun, hier unten sehen Sie noch Basemap. Und Create Basemap, hier können Sie einen Haken setzen. Das wollen wir auf jeden Fall. Was bedeutet das? Wir können jetzt aus einem bestehenden Layer, also aus unserer DOP 80, Google Satellite oder OpenStreetMap, eine Hintergrundkarte erstellen. Wir generieren dann einen Bildausschnitt, dazu komme ich später noch. Und das ist dann eine Karte und deshalb brauchen wir dann draußen auf dem Feld kein Datenvolumen, um irgendwelche Daten herunterzuladen, sondern es ist ein erstelltes Bild und
und dann können wir uns im Gelände zurechtfinden. Das heißt, in meinem Fall nehme ich einfach mal Google Satellite und hier unten können Sie dann zwei Größen einstellen. Und ich gehe hier auf die untere Größe ein, also auf die Pixel. Und hier ist es wichtig, auf 1 zu gehen, damit es einigermaßen genau wird, diese Karte im Hintergrund. Okay, soweit haben wir alles richtig eingestellt oder für unsere Anwendung richtig eingestellt. Und dann können wir auf Anwenden gehen oder klicken und auf OK. Jetzt nochmal mit dem Auszug. Also Sie sehen hier mehrere Koordinaten, das sind unsere Eckpunkte. Und wenn ich jetzt hier nach außen oder höher rauszoome, dann sehen Sie, dass sich diese Daten verändern. Und das ist quasi diese Create Base Map, also die Hintergrundkarte, die wir erstellen wollen. Und ich will das ein bisschen großzügiger machen, aber das werden wir dann später sehen. Dann können wir hier auf Erstellen klicken und Sie sehen die Sanduhr, das heißt, Kugels arbeitet und erstellt jetzt in dem vorher definierten Ordner unser Kugis oder QField-Projekt. Sie können derweil Ihr Handy schon mal an den Rechner anschließen und sich einen Ordner zurecht machen, in dem wir dann dieses Projekt übertragen. Kugis hat nun unser Projekt erstellt und wir können hier einfach draufklicken nein. Aber wir haben ja hier unter Felder Testfeld 1 QField und hier sehen Sie nun unsere Layer, die wir übertragen haben, das heißt Testlayer Punkt, Polygon Linie. Und dann noch Feldgrenze Vermessungsanpunkte. Dann hier unser Projekt selber und die Basemap, die wir erstellt haben. Okay, jetzt können wir hier dieses QGIS-Projekt erstmal nochmal speichern. Und dann können Sie es schließen. Ich minimiere es mal. Und dann übertragen wir diesen Ordner auf unser Handy. Das heißt, in meinem Fall habe ich hier ein Huawei. Ah, okay, ich muss hier erst einstellen, dass ich Daten übertragen darf. Genau. Dann öffne ich das nochmal und gehe auf den Ordner Huawei und dann ganz wichtig, Sie müssen das Projekt immer in den internen Speicher laden. Wenn wir es in einen externen Speicher, also eine SD-Karte laden, dann können wir später in QField keine Dateien erstellen, sondern nur abrufen. Deshalb immer in den internen Speicher. Und hier können Sie dann einfach mit Rechtsklick einen Ordner erstellen mit QField. In meinem Fall erstelle ich hier einen neuen Ordner, der heißt QField und dann Schulung. Genau, und dann klicke ich ihn an, gehe hier rüber zu meinem Fenster hier QField. Ich nehme diesen Ordner. Rechtsklick auf Kopieren und schieb diesen Ordner dann hier rüber und klicke auf Einfügen. Und wir übertragen dann QField auf das Handy. Und nun ist es so, dass Sie die QField App noch installieren müssen. Hierzu auf den Google Play Store. Hier oben in der Suchleiste QField eingeben. In meinem Fall kann ich nur öffnen, da ich es schon installiert habe. In Ihrem Fall dann auf Installieren klicken. Dann erscheint QField bei Ihnen hier das grüne Q auf dem Bildschirm. Das einfach anklicken.
Open Local File, interner Speicher. Das haben wir absichtlich gemacht, weil wir Daten aufzeichnen wollen und das nur in dem internen Speicher geht. Dann auf QField Schulung, QField und dann diese QGS-Datei anklicken und es öffnet sich unser Projekt. Ich möchte Ihnen jetzt nur mal zeigen, wie groß unsere Basemap ist, die wir in QGIS erstellt haben. So, jetzt hat er fertig geladen. Sie sehen jetzt hier unseren Ausschnitt. Sie können aber also das Zoomen mit den zwei Fingern eben machen oder hier mit der Minus- oder mit der Plus-Taste dann hineinzoomen und können mit dem Finger dann einfach die Position verändern und dann einfach relativ weit reinzoomen. Sie sehen, die Punkte passen sich an den Ausschnitt und Sie können dann hineinzoomen. Genau. Hier oben haben Sie die Möglichkeit, dann unser Projekt zu sehen. Das ist die gleiche Ordnerstruktur, wie wir sie in QGIS angelegt haben. Eben nur mit dem Layern, die wir auch übertragen haben. Wir sind jetzt halt hier auf unserem Testschlag und zeigen, wie QField in der Praxis eingesetzt wird. Sie sehen jetzt halt unsere Position. Wenn ich jetzt halt hier weiter reinzoome, wird irgendwann diese blaue Umrandung ersichtlich. Das zeigt uns, wir haben jetzt RTK genau unsere Positionssignal oder unser Positionssignal und die Genauigkeit liegt bei 2 cm. Genau, ich zoome jetzt hier nochmal heraus, weil in einem nächsten Schritt wollen wir diesen Grenzstein hier finden. Der lädt jetzt hier noch ein bisschen, genau, hier diesen grünen Grenzstein wollen wir jetzt als nächstes anlaufen. Sie sehen nun unsere Position mit dem blau-weißen Punkt. Über diesem blau-weißen Punkt ist der Richtungspfeil. Dieser Richtungspfeil zeigt uns an, in welcher Richtung wir uns bewegen. Deswegen, mein Kollege wird nun den Stab nehmen und zu diesem Punkt laufen, also diesen Grenzstein. Sie sehen, jetzt geht er nach oben, dann geht er seitlich und bewegt sich zu unserem Punkt. Ich zoome gleichzeitig hinein und stecke dann den Stab an die Stelle. So können Sie draußen auf dem Feld Ihre Grenzsteine finden oder andere Punkte. So, wir haben jetzt unseren Stab etwas weiter links positioniert und wollen nun in den bestehenden Punktelayer, den vom Vermessungsamt, eben diesen Punkt einzeichnen, weil wir simuliert hier den Grenzstein jetzt gefunden haben. Als ersten Schritt müssen wir hier auf diesen Punkt hier oben klicken und unseren Layer anklicken. Hier in meinem Fall oder in unserem Fall Feldgrenze Vermessungsamt Punkte. Und dann müssen wir hier oben auf den Stift klicken. Und dann können wir einen Punkt aufnehmen. Sie sehen jetzt hier ein Fadenkreuz mit einem Kreuz nochmal in der Mitte. Das klicken wir an und Sie sehen, dass hier dieses Kreuz in der Mitte sich auf unsere Position bewegt. Das heißt, wenn wir das aktiviert haben und nun einen Punkt aufnehmen, dann ist der Punkt genau da, wo der Vermessungsstab steht. Ich will jetzt eben diesen Punkt aufzeichnen und klicke hier unten rechts auf Plus und dann kann ich hier noch Werte eintragen, also die Attribute, die in diesem Layer vorhanden sind, kann ich hier ergänzen. Und hier GST Text, hier ist ja die Genauigkeit vermerkt und da ich mit RTK diesen vermesse, gebe ich jetzt hier 2 cm ein. Somit weiß ich dann, oder ich mache hier hinten noch, kann ich noch dazu schreiben, eigen, damit ich dann auch noch im Nachgang weiß, ah, das habe ich selber aufgenommen und die Genauigkeit waren 2 cm. Ich kann dann hier links oben auf den Haken klicken und die Änderung ist gespeichert. In einem nächsten Fall möchten wir für unsere Punktaufnahme unseren eigenen dafür erstellten Layer hernehmen. Hierzu müssen wir auf den Layer Test Layer Punkt klicken. Hier oben ist der Stift schon markiert oder aktiviert und dann verläuft oder ist es genauso wie vorher. Wir klicken hier, wichtig, dass das da oben hier aktiviert ist und dann auf das grüne Symbol. Und in dem Fall haben wir ja vorher beim Erstellen
ein Datum in die Attributtabelle integriert und hier können wir einfach nur kurz antippen, dann setzt er das Datum des von heute oder wenn wir länger draufklicken, öffnet sich ein Kalender und ich kann ein gewünschtes Datum eingeben. Auch in dem Fall hier einfach wieder auf den Haken klicken und die Änderung ist gespeichert. In einem nächsten Schritt wollen wir ein Polygon zeichnen oder aufnehmen. Hierzu müssen wir hier auf die drei Striche wieder klicken und den entsprechenden Layer auswählen. In unserem Fall Test Layer Polygon. Der Bearbeitungsmodus hier oben mit dem Stift ist aktiviert. Das heißt, wir können arbeiten oder aufzeichnen. Ich schließe das hier oder klappe es wieder zur Seite. Und wichtig ist hier wieder, unser Fadenkreuz muss auf unserer Position sein. Das heißt, wir müssen hier wieder auf das klicken, damit es aktiviert ist. Auf dieses Symbol hier rechts ganz oben. Und um den ersten Punkt aufzunehmen, müssen wir hier dann auf dieses Plus hier unten rechts klicken. So, dann wird die Umrahmung hier rot und das signalisiert uns, dass wir den ersten Punkt des Polygons aufgezeichnet haben. Jetzt wird mein Kollege etwas nach rechts gehen und man wird dann auch sehen, ich zoome etwas hinein. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, aber es ist hier ein roter Strich, der nach sich gezogen wird. Und nun ist mein Kollege an der Position, an der nächsten. Das heißt, wir nehmen den nächsten Punkt auf. Jawohl, jetzt könnten wir das Ganze schon abschließen, wollen wir aber nicht. Wir wollen ein Rechteck messen und dazu geht mein Kollege jetzt hier nach unten, wie Sie es auf dem Bildschirm sehen. Hat jetzt die nächste Position erreicht. Ich aktiviere den nächsten Punkt. Und mein Kollege wird jetzt wieder zurück zu uns gehen und dann haben wir den letzten Punkt und den letzten Punkt, dann nehmen wir den letzten Punkt auf und hier auf dem grünen Haken können wir das Ganze abschließen. Wir können jetzt hier, wie wir ja angelegt haben in der Attributtabelle, einen Feldname vergeben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Testfeld. Und können dann hier auf die Haken klicken und Sie sehen, die Farbe hat sich dann verändert, sie ist jetzt lila. Wir haben nun ein Polygon aufgezeichnet. In einem letzten Schritt wollen wir jetzt noch eine Linie aufnehmen. Hierzu wollen wir exemplarisch eine Fahrspur aufnehmen. Um den ersten Punkt aufzunehmen, müssen wir hier unseren Testlayer Linie auswählen. Bearbeitungsmodus aktiviert und dann wieder zuklappen. Und dann können wir wie gehabt hier unten mit der Plus-Taste den ersten Punkt aufnehmen. Na, jetzt bin ich auf den Standort gekommen. Genau, wichtig ist wieder, dass das Kreuz da ist, also um unsere Position. Und dann auf das Plus drücken. Dann haben wir den ersten Punkt aufgenommen. Mein Kollege bewegt sich jetzt ein paar Meter in der Fahrgasse, in der Fahrspur und steckt den Stab dann wieder rein. Dann können wir hier nochmal auf Plus drücken. Und dann auf den Haken und somit können wir noch eine ID vergeben, hier exemplarisch mal die 14 und dann auf den Haken und hier oben nochmal auf den Haken und dann ist die Änderung gespeichert und wir haben eine Linie aufgenommen. Zurück im Büro können wir nun die aufgenommenen Daten von unserem Handy auf unseren Rechner übertragen. Hier auf der linken Seite haben wir unser Handy mit, in meinem Fall das Huawei, interner Speicher und hier der Ordner Qfield Schulung, dann Qfield und hier haben wir unsere Layer. Auf der rechten Seite, ich klicke nochmal zurück, haben wir hier unsere QGIS Ordnerstruktur, das ist hier geöffnet. Und dann kann man hier auf Felder, Testfeld 1, Feldgrenzen, eigene Messungen und dann kann man hier diese Layer, die wir draußen aufgenommen haben, anklicken, so mit der Maus alle anklicken und dann einfach per Drag and Drop hier rüberziehen. Dann öffnet sich ein Fenster, ob man diese hier kopieren und ersetzen möchte, den Vorgang für die nächsten 13 Konflikte durchführen und kopieren und ersetzen.
und wir haben dann die Daten vom Handy in unsere Ordnerstruktur integriert. Fehlt nur noch das Vermessungsamt, dieser Punkte-Layer, den haben wir ja noch ergänzt. Deshalb klicke ich hier wieder alle Daten an, alle 5 zur Shape-Datei gehörenden Daten, gehe auf Kopieren, füge sie hier ein, klicke hier für die nächsten 4 Konflikte durchführen an und auf Kopieren und Ersetzen. Und wir haben alles hier integriert. Nun kann ich das Fenster schließen von der Ordner vom Handy und gehe hier in meiner Ordnerstruktur wieder zurück bis zu meinem QGIS-Projekt. Ich öffne das QGIS-Projekt. Hier haben wir unser QGIS-Projekt. Jetzt kann ich hier hineinzoomen und mir anschauen, ob wir die Dateien übertragen haben. Und Sie sehen, ja, wir haben alle Daten übertragen. Hier unser Polygon, der Punkt. Also ich kann hier das ja wieder aus- und anschalten. Mache ich mal alle aus. Hier sehen wir den Vermessungsamtpunkt, der 2 cm Eigen. So haben wir es ja auf dem Feld beschriftet. Genauso wie den Punkt, den wir hier gesetzt haben. Wenn man in der Attributtabelle schaut, ist hier das Datum zu sehen. Und wenn man hier das Polygon anschaltet, sehen wir hier unser Polygon. Und hier in der Attribute ist der Name vergeben, Testfeld. Und zu guter Letzt noch unsere Fahrspur, die wir vermessen haben. Kann man hier nochmal besser sehen in Google Satellite, dass wir hier die Fahrspur vermessen haben. Genau. Und auch hier ist es so, wenn ich hier die Attributtabelle anklicke, dass wir hier die ID, die Nummer 14 sehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem Video weiterhelfen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei den nächsten Videos einschalten.